Vor einigen Wochen haben wir uns ja angeguckt, wie ihr Ethanol aus Kaffee produzieren könnt. Heute zeige ich euch noch eine weitere Möglichkeit, und zwar wie wir das Ganze in Endmesa produzieren können. Also, lasst uns loslegen. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank DAX. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei den Tipps und Tricks am Sonntag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und bevor wir zu Endmesa kommen, ganz kurz nur, wofür wir Ethanol überhaupt brauchen. Ethanol brauchen wir vor allem für Farben und Lacke und auch für diesen Zellulitstoff, den spreche ich einfach immer so aus, weil ich ihn ja nicht wirklich richtig aussprechen kann. Vor allem brauchen wir ihn halt dafür und für Farben und Lacke. Die brauchen wir natürlich zum einen für die Schreibmaschinen. Das Zellulit brauchen wir für Billardtische, wenn wir die selber versorgen wollen. Für Violinen brauchen wir das Ganze. Und natürlich gleich in doppelter Ausführung für die Spielwaren. Also wir brauchen durchaus jede Menge Ethanol. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr das Ganze ganz normal in der neuen Welt produziert. Ich habe das Ganze persönlich nicht selber durchgerechnet. Ich habe aber gehört, beziehungsweise bei dem guten Sasuno gesehen, dass er das mal durchgerechnet hat und meinte, es ist in der neuen Welt tatsächlich am effizientesten, wenn man es einfach herstellt und Holz und Mais einkauft. Ich mache das Ganze aber in Endmesa, weil ich es persönlich ganz cool finde, das in Endmesa zu bauen und weil ich keine Lust habe, in Endmesa Einwohner zu bauen, weil ich das ziemlich nervig finde und deshalb Endmesa anders nutzen will. Und genau wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt heute an. Das Ganze funktioniert mit folgenden Items, die ihr vom letzten Mal auch schon kennt, beziehungsweise das allererste. Und das allererste ist schneller reich werden 4. Kein Mist. Das könnt ihr ganz normal bei Archibald Black kaufen, müsst ihr einfach nur blättern. Ohne Probleme kriegt ihr das dann da. Das taucht auch relativ häufig auf. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Es ist jetzt nichts Großes. Ihr müsst allerdings dafür erstmal Investoren freigeschaltet haben. Und wir sehen hier ja diese ganzen neuen Bücher, die jetzt dabei sind. Und da sind dann tatsächlich auch die, ja, irgendwann kommt dann auch mal, ich nenne es so, ja, das Ethanolbuch. Das Schöne ist, das sieht aus wie kein anderes Buch in Lila. Dadurch erkennt ihr das ziemlich leicht. Ich blätter jetzt hier nicht so lange, bis ich eins gefunden habe. Das ist immer, na, da ist halt schon eins. Da ist sogar so ein kleines Chemiezeichen drauf. Das funktioniert super für alle Getränkehersteller. Und das Schöne ist, das sind dann natürlich auch die Ziegenfarmen. Ziegenfarmen oder Ziegenmilch generell ist das Grundbedürfnis in Endmesa für eure Hirten oder eins der Grundbedürfnisse für eure Hirten. Und das können wir in rauen Mengen produzieren. Dazu sei vorher gesagt, ich kann oder ihr könnt die Arbeitskraft hier theoretisch auf Null senken. Dann funktioniert aber das Prinzip mit dem Ethanol nicht mehr. Denn ihr habt nur zwei weitere Item-Slots, mit denen könnt ihr jeweils minus 50% Arbeitskräfte erreichen. Aber das Item für Ethanol bringt wieder plus 20% Arbeitskräfte und 20% Produktivität. Deshalb sind uns die Arbeitskräfte vollkommen egal. Und wir nehmen den fabelhaften Futterplatz und den schönen Futterplatz mit. Die kriegt ihr beide über die Weltausstellung, könnt ihr einfach erforschen. Und die bringen euch, wie ihr schon seht, plus 70% Produktivität. Und das ist, ja, das ist zusammen schon ganz ordentlich. Die Unterhaltskosten interessieren jetzt nicht wirklich. So eine Ziegenfarm kostet, glaube ich, 5 Geld pro Minute. Und das ist eigentlich relativ leicht gestemmt. Das einzige Problem stellt hier die Arbeitskraft dar. Die müssen wir nämlich tatsächlich auf die Inseln bauen, da wir ja auch leider in Endmesa keine Pendlerkais haben, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber gut, müssen wir mitleben. Und wie wir das machen, ist, dass wir uns eine Ecke der Insel nehmen und da Bewohner reinklemmen. Ich habe das jetzt hier mit 2 Marktplätzen gemacht, es geht vielleicht auch mit einem. Ganz wichtig ist aber, dass ihr die Rathäuser nicht vergesst, denn die Rathäuser helfen uns dabei wirklich enorm, die Arbeitskraft zu steigern. Welche Items wir dafür verwenden, zeige ich gleich. So kriegt ihr für ein Hirtenhaus statt 10 Arbeitskraft 23. Das ist mal kurz mehr als das Doppelte. Und da lohnt sich so ein Rathaus mit 4x4 Feldern schon ab 2 oder 3 Häusern, die ihr damit ersetzt, komplett. Und was packen wir hier rein? Wir haben hier zum einen die Industriekapitäne Band 31 für 40% Arbeitskräfte. Einkommen ist egal und die Krankheit, ja, das ignoriere ich einfach. Wir haben hier eh keine Krankheitsgefahr. Dann nehme ich die Sophismen der doktrinären Schule des Kommunismus. Plus 15% Zufriedenheit, super, plus 40% Arbeitskräfte. Genau, das wollen wir. Und ja, minus 15% Einkommen pro Haus ist uns eigentlich egal, weil die Hürden eh kein Geld bringen. Und als letztes nehmen wir noch das gute,
den guten Meichings-Fahrplan zurück zur Leibeigenschaft für plus 50% Produktivität. Es gibt noch andere Items, die habe ich hier oben drin, weil ich, die Items könnt ihr übrigens alle einfach bei Archibald Blake kaufen. Müsst ihr blättern, kriegt ihr alle. Hier oben habe ich noch ein, zwei andere Items drin und das sind Amini Ilga und der legendäre Geschichtenerzähler. Die bringen euch plus 2 Einwohner für Markt, also für den Markt. Die haben ja nur den Markt, also das heißt, hier sind mehr Leute drin. Das rechnet sich aber nicht, wenn ihr das mit Meichings Fahrplan zur Leibeigenschaft kombiniert. Hier kriegt ihr 21 Arbeitskräfte und hier kriegt ihr 23. Der Vorteil hier ist außerdem noch, dass ihr nur 10 Einwohner habt und dementsprechend auch nur 10 versorgen müsst. Hier hinten müsst ihr die 4 extra auch noch versorgen, obwohl die Versorgung jetzt nicht sonderlich aufwendig ist. Was ich dann noch mache, ist, wenn ich hier so kleine Lücken am Rand auf den Inseln habe, fülle ich die mit Arbeitskräften, denn wir brauchen relativ viel Arbeitskräfte. Wie ihr seht, werden auf der Insel 3600 Arbeitskräfte verbraucht, weil jede Ziegenfarm 36 Arbeitskräfte verbraucht. Das ist eine ganz schöne Menge. Kommt halt noch zusätzlich durch das schneller erreicht werden Band 4 dazu und dementsprechend müsst ihr halt die Bewohner dazu stellen. Wie bauen wir jetzt das Ganze? Ihr seht schon, das Ganze ist hier so in so einem Streifen-Layout, sage ich mal, gebaut. Was ich immer mache, ich kann das einmal hier zeigen. Ich ziehe erstmal, ich habe jetzt hier gar keine Wasserpumpen. Hier habe ich eine Wasserpumpe, da kann ich das einmal zeigen. Ich mache es immer so, dass ich erstmal die Kanäle sinnvoll dahin führe. Wichtig ist natürlich, das Ganze ist nicht das unfassbar effizienteste Layout. Also ich finde es nur persönlich eine sehr angenehme Art zu produzieren. Und dann macht ihr Folgendes. Ihr baut Ziegenfarm, Ziegenfarm, Ziegenfarm und lasst einen Platz frei. Geht hier rüber. Dann das Gleiche könnt ihr hier oben gleich wieder machen. Dabei ist es eigentlich egal, ob ihr jetzt von hier drüben wieder hochgeht oder ob ihr hier weiter lang geht und wieder die Flüsse querzieht. Wichtig dabei ist, es ist jetzt nicht sonderlich problematisch, dass hier in der Mitte so viel frei ist. Das sehen wir hier. Denn wir kriegen genau diesen Bereich gefüllt mit einer Ziegenfarm, den entsprechenden Feldern und der Straße. Und dann als nächstes platziert ihr eure Handelskammern. Ich zeige das einmal. Ich setze die hier einfach zwischen die Kanäle, sodass wir eine relativ gute Abdeckung für die Ziegenfarmen kriegen. Und was ich dann mache, oder was ihr dann machen könnt, das Wasser fließt jetzt hier natürlich ziemlich langsam zu, das ist ein bisschen nervig. Dann basteln wir als nächstes, ich stelle jetzt hier einfach mal so eine rein. Ich würde euch auch empfehlen, die auf ganz normal auf das grüne Land zu bauen, damit wir hier in der Mitte mehr Platz haben, um die Farmen dann tatsächlich zu platzieren. Zieht die Handelskammer so, dass hier genau 3 Felder reinpassen. Und dann könnt ihr hier außen, beziehungsweise verschiebt die Handelskammer immer so, dass ihr es halt passend bauen könnt. Ich persönlich baue es dann immer so und führe dann hier beim allerersten Mal oben den Weg rein. Das geht aber auch sinnvoller, zeige ich euch gleich nochmal drüben. Führe hier den Weg rein, ziehe den hier komplett durch und dann könnt ihr hier nacheinander Farben hinklatschen. Wichtig ist, manchmal müsst ihr hier 3 Felder frei, also so ein Feld für Felder freilassen, damit ihr weiterhin eure Farmen bauen könnt. Denn sonst stoßt ihr irgendwann auf das Problem, dass ihr so eure Felder baut und dann die Farm nicht mehr genug Platz hat, um Felder zu platzieren. Und dann müssten wir 2 in der Mitte bauen. Deshalb baut die einfach dann einmal in die Mitte und baut dann wieder ganz normal eure Felder hier weiter. Wichtig, das muss man erstmal vorher grundsätzlich verstehen. Ziegenfarmen funktionieren sowohl auf bewässertem als auch unbewässertem Land. Die Ziegenweiden an sich werden gepusht, wenn mindestens die Hälfte der Ziegenweide auf grünem Land ist, also auf bewässertem Land. Ihr seht das hier, wenn ihr die Ziegenfarm anklickt, alle bewässerten Felder sind grün umrandet, alle nicht bewässerten sind es nicht. Wenn wir jetzt hier die Ziegenweide zum Beispiel nach links schieben, seht ihr, die ist nicht mehr grün umrandet. Jetzt steht sie wieder zur Hälfte drauf, jetzt ist sie grün umrandet. Es ist aber nicht tragisch, wenn ihr mal hier in der Mitte eine Weide stehen habt. Das senkt zwar die Produktivität der Ziegenfarm an sich geringfügig, aber ist kein Weltuntergang. Was ihr machen könnt, wenn ihr ein Lagerhaus integrieren wollt, dann baut ihr das Lagerhaus hier einfach hin.
Und dann setzt ihr hier vor eure Ziegenfarm. Das kostet euch ein bisschen Platz, ja, keine Frage. Aber manchmal braucht ihr auch einfach das Lagerhaus. Hier ist jetzt einfach nur der Platz vorbei. Das Ganze würde natürlich dann hier oben einfach weitergeführt werden. Manchmal braucht ihr auch einfach das Lagerhaus, um halt die Logistik zu gewährleisten. Denn denkt bitte dran, ihr braucht pro 3 Farmen in der Regel ein Lagerhaus. Mit 4 kann es auch noch klappen, aber mit 3 seid ihr auf der sicheren Seite. Achtet auch darauf, dass die Farmen wirklich in Reichweite der Handelskammer sind. Hier würde jetzt natürlich von hier oben dann die nächste Handelskammer kommen, wo ihr dann wieder die Farm reinstellen könnt. Ich wollte euch nur einmal zeigen, nach welchem Prinzip wir die Farm bauen, dass das besser vorstellbar ist, als wenn ich einfach nur zeige, hier, das ist das Layout. So sieht das Ganze nämlich dann am Ende aus. Wir können hier immer schön die Farmen aneinander rein. Ich knall in die Mitte immer in der Regel ein Lagerhaus, manchmal auch gar keins und hau die dann alle an den Rand. Das funktioniert jetzt hier so tatsächlich ganz gut. Und von daher muss man sich nicht immer die Mühe machen, hier in die Mitte eins reinzuquetschen, aber manchmal ist es doch sinnvoller, wenn die Wege wie hier jetzt doch von gerade von den Farmen hier in der Mitte relativ lang sind. Tut euch außerdem bitte den Gefallen und baut eine Feuerwache. Die Dinger können, da wir Einwohner auf den Inseln haben, anfangen zu brennen, gerade wegen der hohen Produktivität. Und das sorgt dafür, dass ihr hier wirklich ganz gerne auch mal einen Brand habt und Dinger, welche davon kaputt gehen. Deshalb tut euch selbst den Gefallen, baut eine Feuerwache und sorgt dafür, dass das eben gerade nicht passiert. Also, dass ihr hier keine Feuer habt. Gut, wenn ihr jetzt hier mal eine habt, die nicht angeschlossen ist, dann kann man das Risiko, sage ich mal, verkraften. Ich könnte jetzt aber auch alternativ einfach hier hinten noch irgendwie, hier muss ich eh noch Wasser reinziehen, weil ich noch welches über habe. Kurz eine Feuerwache hinbauen, so, und dann ist das Problem erledigt. Wenn ihr das Arbeitspensum erhöht, wie ich es getan hatte, müsst ihr auch Polizeistationen bauen. Denn ansonsten gehen die euch auch auf die Barrikaden. Da muss man auch dran denken, wenn man jetzt Produktionsinseln baut, die nicht nur mit, also nicht nur kindersicher betrieben werden. So, und jetzt produzieren wir hier ja jede Menge Ziegenmilch. 318 Tonnen, um genau zu sein. Und 80 Tonnen Ethanol. Jetzt müssen wir die Ziegenmilch aber irgendwie loswerden. Und ich habe es zwar schon häufiger gezeigt, aber wir zeigen es einfach nochmal. Wir gehen jetzt zu Entbesa und den Abfallrouten. Und ich habe hier sogar mittlerweile 2 Abfallrouten, weil ich die doppelt eingerichtet habe, auf denen ich einfach Ziegenmilch einlade, rüberschiffe und wieder auslade. Ganz wichtig ist, dass ihr dabei daran denkt, hier auf Fracht entsorgen zu klicken, denn sonst werden die Ware nicht weggeschmissen. Das sorgt dafür, dass euer Lager immer schön leer bleibt. Wenn ihr jetzt aber nicht wollt, dass das Lager komplett geleert wird, was es übrigens immer noch nicht wird, es reicht nicht mal die 3 Schiffe. Und damit ihr genug für eure Hürden habt, könnt ihr hier einfach auf die Ware klicken und beim Mindestbestand einfach 100 Tonnen einstellen. Oder 50 Tonnen reicht auch schon, oder 5. Vollkommen egal, ihr produziert so viel, dass das keine Probleme macht. Und so produziert ihr wirklich auf so einer Insel. Wichtig, dass hier oben ist noch nicht fertig, also das ist noch nicht abschließend gebaut. 80 bis wahrscheinlich 90 Tonnen, die es hier noch werden können, Ethanol. Nur mal zum Vergleich, wie viel das eigentlich ist. Ich habe auf Crown Falls eine Bevölkerung von 260.000 Investoren. Es sind 230.000 Investoren und die leben auch größtenteils in Hochhäusern. Das heißt, die verbrauchen auch größtenteils die Schreibmaschinen. Violin- und Billardtische versorge ich persönlich über das Item Lieferdienst Blauer Himmel. Zu den Items für Hochhäuser habe ich auch schon Videos gemacht, das verlinke ich euch oben mal in der Infocard. Und wir brauchen für die Anzahl an Investoren jetzt nur an Schreibmaschinen schon 21 Tonnen. Perspektivisch passt auf so eine normale Insel von der Größe hier, passen aber mindestens 400.000 Investoren. Und mit voll ausgebauten Hochhäusern, mit entsprechenden Items natürlich. Wir haben hier auch schon, hier haben wir erst 68.000, aber das ist erstens eine kleine Insel und zweitens passen da mehr rein. Hier wären es vielleicht nicht ganz 400.000 wegen den ganzen Fahrstuhlfabriken, aber so 300.000 wären es sicherlich. Das heißt, wir brauchen schon mal ganz gut 30 Schreibmaschinen, mindestens. Und dann, dass wir dann mit unserer Produktion hier in Envesa 2 bis 3 Inseln perspektivisch versorgen können mit
Schreibmaschinen, wichtig, ohne Spielwaren, da brauchen wir ja das Doppelte an Ethanol nochmal, aber natürlich weniger Spielwaren als jetzt von Schreibmaschinen. Das ist doch schon ziemlich cool und das alles wirklich über so eine Insel Elbesa, wo Bauland eigentlich, was die Einwohner angeht, nicht sonderlich viel wert ist, weil das meiste, was ihr irgendwie in so ein Haus reinkriegt, sind so ja, 28 bis 30 Einwohner und das ist eigentlich jetzt nicht so viel, wenn man es mal damit vergleicht, was jetzt in den Wolkenkratzer reinpasst. Und in der neuen Welt kann man dann auch Häuser bauen. Ich finde, es passt thematisch einfach ganz cool, hier das mit Ziegenfarmen voll zu kloppen. Ich finde, das sieht einfach cool aus und deshalb baue ich das Ganze so. Es ist, wie gesagt, nicht zwangsläufig das Effizienteste, aber es ist eine weitere Möglichkeit, Ethanol herzustellen. Natürlich geht es auch, na, hier ist es, ganz, ganz stumpf, einfach über Schnapsproduktion. Das heißt, ihr baut einen Circle mit Schnapsbrennereien, haut da das Item rein, dann irgendwie eine Druckerpresse für weniger Arbeitskraft habe ich jetzt hier und Bruder Hilarius, Meister der Braukunst. Das Item kann ich sogar theoretisch noch durch Feras Al-Sarami, kann ich nicht durch Feras Al-Sarami ersetzen, weil wir ja durch das schnelle Reichwerden mehr Arbeitskräfte brauchen. Kleiner Denkfehler. So brauchen wir einfach gar keine Arbeitskraft, kriegen nebenbei Rum, kriegen nebenbei Ethanol und machen hier mit einem Circle auch mal eben schnell 81 Tonnen Ethanol. Aber ganz wichtig, der Bauplatz in der alten Welt und im Kap Trelawney ist natürlich viel, viel wertvoller, weil wir da auf eine Kachel viel mehr Einwohner kriegen, als wir jetzt in den Besa kriegen, einfach dadurch, dass wir jetzt mittlerweile die Wolkenkratzer bauen können. Und das war es tatsächlich auch schon von der Produktion von Ethanol. Das Schnaps war jetzt nur ein kleiner, Exkurs. Über die Ziegenmilch, für mich irgendwie eine interessante Mechanik, finde ich, aber eine, die ich gerne nutze, weil ich das einfach, ich finde es einfach irgendwie cool, dass Elbesa dann doch nochmal irgendwie so Nutzen auch für die alte Welt kriegt und nicht nur einfach Einwohner hat und dementsprechend nutze ich das eben genauso. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wie ihr das Ganze macht. Wir hatten ja schon nach dem letzten Video zum Ethanol mal kurz, wurden ja schon einige Kommentare geschrieben. Manche von euch meinten, sie machen es mit Schnaps, manche meinten, sie produzieren es direkt. Seitdem sind aber doch einige dazugekommen, deshalb würde mich einfach mal interessieren, produziert ihr das Ganze wirklich einfach ganz konventionell in der neuen Welt? Macht ihr es über Ziegenmilch, macht ihr es über Schnaps oder doch vielleicht über irgendwas ganz anderes? Oder kriegen das eure Einwohner einfach gar nicht? Kann ja auch sein. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Bis dahin, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Anno, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Mittwoch im Stream und mit dem nächsten YouTube-Video. Bis dahin, ciao, ciao.